Ich glaube, es ist ein Irrtum, wenn wir glauben, dass die Flüchtlingskrise schon beendet ist. Im Gegenteil, immer noch sind 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Und auch wenn im letzten Jahr weniger gekommen sind, diese Flüchtlinge gibt es nach wie vor in der Welt. Und wir müssen alles dafür tun, um diesen Flüchtlingen zu helfen, die Fluchtursachen bekämpfen und ihnen die Chance geben, dass sie vernünftig leben können. Europa muss sich zu seiner humanitären Verantwortung bekennen. Wir können mit der Flüchtlingssituation nur dann gut umgehen, wenn alle in Europa Verantwortung übernehmen. Wir brauchen eine faire Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Aber das geht nicht mit Druck und Zwang. Das geht nur in kleinen Schritten. An denen müssen wir arbeiten. Ich bin dafür, dass wir für alle in Europa Anreize schaffen, Flüchtlinge, schutzbedürftige Flüchtlinge aufzunehmen und sie zu integrieren. Ich finde, wir müssen unbedingt für die vielen hunderttausend Flüchtlinge, die in Nordafrika warten, eine Perspektive schaffen. Wir dürfen sie nicht den kriminellen Schlepperorganisationen überlassen. Wenn wir das tun, dann werden viele Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken. Das müssen wir verhindern. Wir müssen schon früher ansetzen, wenn diese Menschen sich auf den Weg machen. Wir müssen in den Transitländern und in den Anrainerländern von Fluchtstaaten Strukturen schaffen, die Flüchtlingen helfen. Die Flüchtlinge müssen beraten werden, welche Alternativen es zur Flucht mit kriminellen Schlepperorganisationen gibt. Wir müssen auch in Afrika für Menschen Perspektiven schaffen, dass so nicht so viele Menschen auf die Flucht gehen.